Hebt Gegenstände hervor. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Technische Waffen bauen. Da brauche ich noch 6 Geschicklichkeitspunkte. Eine Ein-Mann-Armee. Was brauche ich da denn? Ach, erhöht meinen Schaden. Da brauche ich Konstitution 50. Das ist natürlich sehr viel. Gerissenheit. Okay. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Hat er vielleicht ein Schwert oder so? Für mich? Sollte ich mir die kaufen? Energiespeicher? Ich glaube schon. Kleiner Energiespeicher? Ich glaube schon. So, okay. Der hat keine Waffen, ne? Der hat nur das komische Blumbatsch-Zeug. So, jetzt lass mich mal gerade schauen. Gerissenheit wollten die haben und Konstitution, ne? Das bis 50, das ist zu viel. Ne, das ist zu viel. Ich mach mal noch ein paar drauf, aber das ist zu viel. Das ist mir zu viel. So, wir haben ja jetzt was gelernt, ne? Jetzt machen wir mal weiter. Oh, was können wir denn jetzt noch tun hier? Ich hätte gerne noch eine dolle Waffe, aber ich glaube, die werde ich so einfach nicht finden, ne? So, Ignadon, was gibt es hier noch? Gehorsame Pflichterfüllung. Ach so, ich soll mich noch bei Martha melden. Und bei wem noch? Balder habe ich gerade. Fertig. Okay, Martha. Martha, wo bist du? So. Das war doch die mit dem Technikgedönse, ne? Die so super eine Wegbeschreibung hinbekommen hat, ne? Die war das doch. Ich glaube ja. So, was ist das für ein Durchgang? Einfach ein Durchgang ohne alles. Ja, da ist sie. Ich sehe den Punkt. Die hier drinne? Ja. Ach nee, das ist die hier. Guck an. Ich gratuliere dir. Schön, dass du dich uns angeschlossen hast. Hier, damit dir dein Einstieg als Akolyt etwas einfacher fällt. Hat mir einer der Händler zugesteckt. Und da ich das Zeug nicht mag, kannst du ja vielleicht etwas damit anfangen. Hallo, ich mag das auch nicht. Ich bin nicht Alkoholiker. Danke. Ach, nicht der Rede wert. Ihr Akolyten habt es schon schwer genug. Da kann es nicht schaden. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich an deiner Stelle zusehen, dass ich recht bald zum Legaten befördert werde. Sonst ist es gut möglich, dass du deine Entscheidung schnell rückgängig machen möchtest. Legaten? Ja, klar, mache ich auch. Ich brauche dich, um Legat zu werden. Du brauchst nicht mich. Du brauchst lediglich eine Aufgabe, die beweist, dass du dich für uns einsetzt. Aber das lässt sich einrichten. Du könntest mir der Tradition gemäß beim Verteilen der Rationen behilflich sein. Oh. Sollte mir nicht weiter schwerfallen. Die Zubereitung der Rationen dauert allerdings noch ein paar Stunden. Komm einfach später wieder und nimm sie in Empfang. Hast du etwas zu essen für mich? Selbstverständlich. Das hier wird dir Kraft geben. Bitte sehr. Oh, 3 Stück sogar. 3 Gegenstände. Gib mir die Ration. Ich brauche noch etwas Zeit. Komm später wieder. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Hast du Waffen? Nein, hast du nicht. Schade. Gut, dann nicht. So, was kann ich denn in der Zeit tun? Kann ich schon mit dem Dingen nochmal sprechen? So, was sagt er denn jetzt? Zeig mir deine Ware. Alles klar. Okay, der hat auch nichts, was ich irgendwie will, ne? Ah, wahrscheinlich nicht. Okay, ich rede, glaube ich, nochmal mit dem Auftraggeber.
den Oberguru. Und dann gucken wir mal, dann machen wir halt noch eine andere Quest zwischendurch. Schieben wir noch eine andere ein, ne? Wenn wir ein paar Stunden warten müssen jetzt, bis wir Legat werden können. Weil diese blöde Nahrung da nicht fertig ist. Später vielleicht. Auf nix ist Verlass. So, erzähl mal, was sagst du? Hey, du hast doch Oswald des Elex-Handels beschuldigt. Ich habe bei der Sache nochmal genauer nachgeforscht. Es scheint tatsächlich so, als wäre er der Schuldige. Das hast du hervorragend gemacht. Du bist uns eine große Hilfe gewesen. Hier hast du das versprochene Kopfgeld. Oh, das ist aber nicht viel. Wegen meiner Pflichten als Akolyt. Ich bin von der Wallfahrt zurückgekehrt. Dann hast du die Prüfungen Kalans überlebt und sein Land kennengelernt. Das ist gut. Du musst mir noch beweisen, dass du die Kunst der Suggestion beherrschst. Komm wieder zu mir, wenn du das gelernt hast. Ich muss Suggestion lernen, okay? Ich muss wirklich Suggestion lernen. Okay, da muss ich nochmal... nun muss ich nochmal zu dem Typen dahin, ne? Wie hieß er? Balda. Und muss tatsächlich meine Lernpunkte verschwenden für Suggestion. Das könnte dann das Ende sein. Aber wenn es sein soll, dann machen wir das, ne? So, ich muss mal gucken gerade. Bring mir jetzt. Was möchtest du wissen? So, Suggestion. Ich brauche... Ach, ist gar nicht so viel. Noch 5 Gerissenheit. Ja, das kriege ich hin. Ich dachte, das wäre jetzt eine Menge. So, jetzt will ich das lernen. Bring mir, was möchtest du wissen? Suggestion. Jawohl. Nee, das lerne ich nicht. Nein, nicht immer Escape drücken. So, jetzt habe ich Suggestion gelernt. Kann ich jetzt nochmal mit Balda reden? Oder wollen wir gleich mal gucken, ob die Rationen fertig sind? Ich muss bestimmt irgendeine Zwischenquest erledigen und dann kann ich die Dinger abholen, ne? Das hängt doch irgendwie zusammen. Da wird doch jetzt nicht wirklich eine Zeit gestoppt. Wegen meiner Pflichten als Akolyt. Ich habe Suggestion gelernt. Ach wirklich? Dann zeig mal, was du kannst. Ich will, dass du versuchst, meinen Glauben an Kalan zu erschüttern. Die Outlaws sind gute Menschen. Und du bist ein Freund von ihnen. Die Outlaws? Ja, eigentlich sind sie... Nein. Das war kreativ. Mit einem Angriff auf dieser Ebene habe ich nicht gerechnet. Ich bin beeindruckt. Das war für einen Anfänger wirklich gut. Gut. Diesen Teil deiner Aufnahme sehe ich hiermit als erledigt an. Aber denke immer daran. Versuche niemals, Leute zu suggestieren, die einen stärkeren Geist als du besitzen. Du kannst davon ausgehen, dass es nicht klappen wird. Übe fleißig weiter. Vielleicht schaffst du es eines Tages, mich zu überzeugen. Mensch, Reini, das will ich doch gar nicht. Ich will doch einfach nur fertig werden mit dieser Mission, weil ich Legat werden will. Ich brauche eine stärkere Rüstung. Ich brauche ein stärkeres Schwert. Das ist alles. So, ich versuche nochmal an die Rationen jetzt zu kommen. Vielleicht klappt das ja jetzt, ne? Lalalala. So, wo geht's hier rein? Hier geht's rein. So, Martha. Gib mir die Ration. Ich brauche noch etwas Zeit. Komm später wieder. Ah, okay. Also muss ich was anderes machen. Gut, was machen wir denn jetzt?
Wolf meint, dass ich Eli beim Ausbruch des Erdbebens helfen soll. Okay. Ich will ihn aber nicht erledigen. Muss ich ihn echt erledigen? Und Finger weg ist... Weil er verlangt, dass ich mir... Was muss ich da tun? Gar nichts. Ja, okay, dann machen wir nochmal eine Gefährtenmission, ne? Oder eine Hauptmission. Weiß man auch nicht so genau, ne? Rachefeldzug, alternative Verteidigung. Ne, die Hauptmission, warte mal. Wir machen erstmal Elektrotechnik für Falk. Da fehlt uns da noch was. Und dann war es das auch schon, ne? Vielleicht kriegen wir das ja zusammen. Muss mich nur just anders hinsetzen. Weil ich schon anderthalb Stunden so sitze. Okay. Versuchen wir mal unser Glück, ne? Wir müssen da hinunter. Speichern. Und auf geht's. Oh nein, jetzt haben wir den auch noch wütend gemacht. Wir fliegen einfach darüber, dann ist er weg. Ups, das war knapp. Aber geschafft ist geschafft. Ach, hier bin ich. Das sind die Anfänge von Ignadon, ne? Hier habe ich alles abgesucht, glaube ich. Da oben ist denn schon... Wie heißt das nächste Gebiet? Abessa oder so? Nee, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir da lang. Das ist wichtig. Ja, wir sind gleich schon da. Da muss irgendein Gebäude sein oder irgendein Gelumpe sein, wo ich nicht hingegangen bin, ne? Oh Mann. Aus dem Nichts. Irgendwas muss doch hier gewesen sein, dass ich hier nicht... Hat irgendwas gekreischt und gequietscht? Ein Dualhammer? Okay, das macht mich neugierig. Kann ich hier hoch? Ne, hier kann ich anscheinend nicht hoch. Aber der Dualhammer, der interessiert mich gerade. Okay, der ist auf jeden Fall schwächer. Warum war ich denn hier noch nicht? Weiß man nicht so genau, ne? Hm. Na gut. Auf jeden Fall muss ich da oben hin, zu dem anderen Turm. Und da wird sich ja irgendwas aufhalten, was ich nicht so einfach besiegen kann, ne? Oder ist es am Ende nur ein Skeks? Hier vorne ist es schon. Ach, da oben wahrscheinlich, ne? Hier war ich überhaupt noch nicht in dem Gebiet. Das ist alles neu hier für mich. Oder geht's sogar hoch, das ist eine Rampe. Aber erstmal möchte ich den hier beseitigen. Oder ist er da derjenige, der mir Angst machen soll? Wahrscheinlich, ne?
Ja gut, bevor er das schafft, gehen wir mal da hoch und holen uns das Ding hin. Noch höher? Oder hier? Noch ein höher, ne? Ja, nee. Amulett? Ich bin ein wenig verwirrt. Wo soll das denn hier sein? Ach, da. So glitzerklein liegt's ganz unten im Regal. Aha. Na gut. Sei es drum. So, wollen wir uns hier gleich ein bisschen umgucken? Vielleicht, ne? Ah, hier ist wieder einer. Da ist wieder einer. Los, wir sammeln alles ein hier. Auch nicht so viel los hier, ne? Eine alte Fluppe noch da drinne. Gucken wir mal da hinten in diesem Parkhaus oder was das hier ist. Parkplatz. Mitarbeiterparkplatz. Hier ist nichts mehr im Auto. Oh nein, da ist noch so ein Moped. Die sind hier überall verteilt, ne? Ich glaube, deswegen bin ich hier nirgendwo lang gelaufen. Das wird der Grund gewesen sein, weil die kann ich überhaupt nicht besiegen. Ich glaube, selbst als Legat oder dergleichen, hallo. Selbst als Legat wird's schwer. Ja, okay, da hinten kann man nochmal gucken zwischen den LKWs. Okay, und da hinten geht's weiter in welche Richtung? Hier runter, okay. Schauen wir mal. Da liegt ein Koffer. Mit Schrott. Ach, guck mal, Energiezellen. Kann ich auch mal was mitnehmen? Diese grünen Koffer stehen nämlich überall rum und ich kann sie nicht mitnehmen. Hallo? Ein wenig verbuggt hier mit dem Durchlaufen. Ach, guck mal, hier sind die Umkleiden. Ups, 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 hab dich nicht gesehen, Entschuldigung. Ist auch kein Grund, mich anzugreifen. Was da oben denn? Och nö. Fliege ich auch noch die ganze Zeit mit dem Kopf dagegen. Da läuft einer rum.